Ich habe Ihnen ja versprochen, dass ich Ihnen kurz erzähle, wie dieser alternative Ansatz, Alternative zur Revolution, von der die jungen Leute gerade wieder skandiert haben, wie die aussehen würde. Stellen Sie sich vor, wir fangen mal an mit der Gesundheitsreform mit einem Satz. Stellen Sie sich vor, mein Hausarzt da drüben würde mir in Zukunft kostenlos spaßmachende Gesundheitskurse anbieten, Ernährungskurse, Sportverein ohne Kosten, ja, alles kostenlos. Wir bezahlen ja Beitrag, und zwar nicht zu knapp. Ne? Und Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten. Und er würde dann am meisten Gewinn kriegen, wenn er es schafft, dass ich zum Beispiel für jeden Monat, den ich gesund bleibe, ich vereinfache jetzt das neue System, kriegt er ein Honorar ausgeschüttet. Er kriegt also nicht mehr für die einzelne Tablette was. Ja? Der Hausarzt. Der kriegt also, je gesünder ich mich entwickle unter seiner hoffentlichen Führung, egal, wenn ich ihn als Hausarzt gewählt habe, entscheidet nur, ob ich mich gesund entwickle. Und wenn ich gesund bleibe, gibt es mehr Gewinn für den Hausarzt. Und dadurch wird er ein Interesse an der Prävention haben, an der Präventionsversorgung. Dadurch sparen wir jedes Jahr 70 Milliarden ein. Das hat der Arzt Zimmermann vom Patientenverband Deutschland errechnet, 70 Milliarden ein. Jetzt müssen wir natürlich Rücksicht nehmen auf die Pharmaindustrie, denn wenn die weniger Tabletten verkaufen, werden die sauer. Und das wird nicht gut gehen. Ja? Also müssen wir denen helfen, diese Wandlung zu schaffen, müssen die teilweise entschädigen, die Aktionäre und so weiter. Dann haben wir immer noch 50 Milliarden übrig pro Jahr. Davon könnte man jedes Jahr 5 Kohlekraftwerke stilllegen, wenn man das wollte dann. Jetzt haben Sie zum ersten Mal in Ihrem Leben von dem dritten System, der zweiten Scientists for Future gehört. Was ist Ihr erstes Gefühl dazu? Also an sich klingt das schön und gut, aber ich glaube, dass es relativ schwer sein wird, das umzusetzen, gerade wenn es um die Pharmakonzerne geht. Weil es halt da einfach in erster Linie um Geld geht. Und vielleicht gar nicht erwünscht wird, dass die Bevölkerung gesünder wird und damit weniger Profit zu machen ist. Das heißt also für die Pharmaindustrie, wir müssen denen helfen, gibt es ja dann quasi die neuen Rahmenbedingungen, die würden bedeuten, je gesünder die Bevölkerung wird, desto mehr Gewinn wird ausgeschüttet. Das gilt dann auch zukünftig für die Pharmaindustrie. Also der Pharmakonzern muss sich zu einem sogenannten Gesundheitsförderungskonzern umwandeln. Und wenn wir den Aktionären sagen, wir halten eure Dividenden konstant, dann gibt es dann auch eventuell keinen Widerstand. Denn den Aktionären geht es nur ums Geld. Ja, ich habe ehrlich gesagt gerade nicht mehr so viel Zeit. Das dauert gerade ein bisschen lange. Genau. Dann schließen wir es ab. Aber so Ihr erster Eindruck dazu, Ansichten, sinnvolle, logische Überlegung? Ja, auf jeden Fall. Wird nur schwierig, wie gesagt, das umzusetzen. Aber ja, ansonsten bin ich da bei Ihnen. Alles klar.